So, wunderschönen guten Tag. Heute ist Freitag, der 10.7. Und ich habe ja gesagt, ich will mal gucken, was im Bankdrücken so drin ist. Ich habe sehr, sehr lange kein Bankdrücken mehr gemacht, bestimmt schon ein Jahr nicht mehr. Und ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen trainieren auf Bankdrücken, werde mal gucken, ob ich die 100 Kilo wieder erreichen kann. Bis Oktober will ich einfach mal gucken, was man mit richtigem Training im Bankdrücken nochmal rausholen kann. Deshalb fange ich heute mal an, werde jetzt mal eine Bestandsaufnahme machen. Ich mache mich erstmal so ein bisschen warm, werde die Gewichte langsam hochsteigern. Ich fange jetzt an, die Stange sind 10 Kilo plus 2x 10 Kilo drauf, also 30 Kilo, 40 Kilo. Da fange ich jetzt erstmal an, mich aufzuwärmen. Und zeige euch dann natürlich nach und nach den Rest. So, jetzt haben wir 70 Kilo drauf. Mal gucken. Langsam wird's interessant. Geht auch noch easy. So, 80 Kilo. Mache ich aber nur eine Wiederholung jetzt. Langsam ans Gewicht. Ran. Geht auch noch. So, jetzt sind wir bei 90 Kilo. Gucken wir mal, was abgeht. Bei übrigens 64 Kilo Körpergewicht. Gut, gehen wir mal hoch auf 95. Yo, jetzt machen wir 95 Kilo. Schauen wir mal, was abgeht. Hey, 95 geht. Energie aus dem Boden. Ja, jetzt sind wir bei 100 Kilo angekommen. Adilette ist an. Kann nur gut werden. Von daher gucken wir mal, ob 100 Kilo funktionieren. Oh ja, gib mir die Stange. Oh Gott, so doch. Funktioniert. Soll ich jetzt mal 105 versuche ich noch. 105 mache ich jetzt noch mal rein. So, jetzt 105 Kilogramm drauf. Das wäre, glaube, neuer Rekord. Deshalb bin ich mal gespannt. Und wir starten mal durch. Testo! Lichtblick! Testo! Oh, ich hätte gerade gedacht, ich muss abbrechen, aber hat noch funktioniert, würde ich sagen, ne? Von daher. Oh, so, 105 Kilo. Stehen jetzt auf jeden Fall in Adiletten und mit Bermuda-Shorts. Von daher wollt ihr noch gucken, ob das wirklich das Gewicht ist. Ich mache es jetzt wie Akku. Warte mal, ich muss mal eben hier den Dingens umdrehen. So, pass auf. Ich muss auch klimpern, ne? Warte, nehme ich das hier. So, hier. Das sind 20 Kilo. Klimper, klimper. Ja, gar nicht so gut. Warte. Ich nehme hier das hier. So, hör mal, ne? 20 Kilo, 10 Kilo, haben wir schon 30, 5 Kilo, dann haben wir 40 mit den beiden, 45 oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Also 10 die Stange, dann haben wir hier plus 2 mal 20, haben wir 50, haben wir hier 60, 70, 80, 90, 100, genau sowas. Und hier 2,5
Zack, warte, ich mach's auch richtig, mache jetzt richtig den Akku. Hier 2,5, nehmen wir runter. Dann haben wir hier 5 Kilo. Dreimal. Nochmal 5. Das sind sogar richtige Eisendinger. Nochmal 5. Hier haben wir dann 10 Kilo. Keine Ahnung, wo steht. Auf der anderen Seite. Doch, steht da unten drauf 10 Kilo. Und hier haben wir einmal 20. Ne, da wisst ihr auch Bescheid. Also 105 Kilo. So. Warte mal. So, 105 Kilo sollte, denke ich mal, eine gute Grundlage sein. Und da gucken wir mal, was noch rauszuholen ist. Hätte ich nicht gedacht. Also ich muss ehrlich sagen, dafür, dass ich halt jetzt ein Jahr lang oder so definitiv gar nichts mehr gemacht habe. Ich glaube, ich bin unscharf, aber egal. Hatte ich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht nur so 90 Kilo schaffe. Aber dass ich direkt, ich glaube, mein bisheriger Rekord waren 102,5 und jetzt 105. Läuft. Also mein Training, was ich aktuell sonst mache im Fitnessstudio, das scheint auch für Bankdrücken optimal zu sein. Ich mache natürlich sowas wie Brustpresse im Sitzen oder so und Butterflies und so ein Scheiß, aber Bankdrücken gar nicht. Und jetzt wollen wir mal gucken. Bin gespannt. Schaffe ich die 110? Schreibt es in die Kommentare.